Die wichtigste Mechanik auf dem Rogue, was Energie angeht, ist Energiemanagement. Dafür braucht ihr auf jeden Fall einen Energieticker, denn in Classic WoW ist es nicht so, wie auf Retail WoW, dass eure Energie durchgehend hochgeht, sondern ihr habt immer Ticks. Das sind MP5-Ticks, das bedeutet, alle 5 Sekunden kriegt ihr hier so einen kleinen Tick rein. Und ihr seht hier, ja, zack, es sind immer 20 Energie. Und damit ihr das sehen könnt, braucht ihr am besten einen Addon. Das ist dieser kleine Strich, der hier langläuft, da habe ich eine Weak Aura für, die zeige ich gleich. Denn was ihr als Rogue machen wollt, wenn ihr einen Mob angreift auf dem Stealth, ihr wollt immer warten, bis der Energietick fast durch ist. Denn wenn ihr angreift, kurz vor dem Energietick, kriegt ihr sofort nach dem Opener noch einen Energieschub und habt dann mehr Energie für den Opener. Ja, wir warten einmal kurz, bis wir 100 haben und dann gehen wir ganz kurz davor ran. Jetzt, zack, jetzt gehen wir rauf und nach dem Opener haben wir sofort 20 Energie mehr für unseren Damage Push. Und dafür würde ich einfach eine Weak Aura nehmen, damit ihr hier oben an eurer Target bei einer Energieleiste seht, wann ihr eure Fähigkeiten benutzen könnt. Und dafür benutze ich diese Weak Aura hier. Die bedeutet Energie-Tickbar. Der Link ist verlinkt unten. Das ist der hier. Na, werde ich in die Beschreibung schreiben. Oder in den Kommentaren. Irgendwo werdet ihr den finden. Bei diesem Ding müsst ihr aber was ändern. Ja, damit ihr auf 100% auch diese Tickrate habt, müsst ihr auf Auslöser 2 gehen. Hier einmal draufdrücken. Zack. Und dann müsst ihr bei Ressource Prozent den Operator von Ausrufezeichen gleich auf kleiner gleichstellen. Damit ihr auch bei 100% oder wenn es höher als 100% ist, immer den Energietick bekommt und dann sollte die eigentlich funktionieren. Seht ihr? Zack, Tick durch, auch auf 100%.